geht's um den Isdera Commendatore GT. Nicht kennt, das ist das Designbüro, was Ende der 70er Jahre Mercedes entwickelt hat, ohne Wissen von Mercedes und hinterher Mercedes sogar erlaubt hat, den Stern weiterzutragen. Ganz berühmt wurde dann die Serienversion des Wagens, nämlich der Imperator, der Isdera Imperator, mit dem Rückspiegel auf dem Dach, vielleicht einigen bekannt. Ja, und Isdera hat 2018 auf der Auto China den Isdera Commendatore GT vorgestellt, in Zusammenarbeit mit Weltmeister, einer chinesischen Marke, diesen Supersportwagen. Zu den technischen Daten: Der Wagen hat zwei Motoren mit insgesamt 816 PS und hat eine Batterie von 105 Kilowattstunden und lädt die ganze Batterie innerhalb von 30 Minuten auf 80% auf. Also ein satter Peak von 250 Kilowatt und über diese Zeit bis 80% haben wir so um die 160 Kilowatt im Schnitt. Der Wagen wiegt nur 1750 Kilogramm mit dem Akku. Der Akku wurde in Deutschland entwickelt, in Sachsen, von einem Spezialteam. Und trotz 105 Kilowattstunden wiegt er nur 400 Kilogramm insgesamt mit der verklebten Struktur aus Carbon, wo jede Zelle flüssigkeitsgekühlt ist. Deswegen soll der Akku mit seinem 800-Volt-System auch extrem leistungsfähig sein. Ist als zwei Zweisitzer, also hinten zwei Notsitze sind vorhanden, konzipiert. Überwiegend auch für den chinesischen Markt. Es gibt insgesamt zwei Exemplare. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 302 Kilometer pro Stunde, abgeregelt auf 250, aber offen möglich. Von 0 auf 100 ist er nicht ganz so schnell, das sind 3,8 Sekunden. Er hat auch ein Zweiganggetriebe und die WLTP-Reichweite wird mit 500 Kilometern angegeben. Das weiße Exemplar habe ich gesehen auf der IAA 2019. Da stand er ausgestellt, relativ unbeachtet, aber mir ist er sofort ins Auge gestochen. Ein super schönes Auto mit toller Technik.